du tust eine gewisse Summe in eine Aktie investieren. Also das heißt, 2000 Franken tust du, also empfiehlst du mir, in eine Aktie zu investieren. Also ich rede dann von einem Unternehmen. Von einem Unternehmen. Du kommst aber mehrere Aktien über. Also die meisten Aktien sind unter 2000 Franken, das heisst, du kannst eine oder mehrere Aktien kaufen. Du rechnest dann auf, wie viele Aktien das sind, und dann ein wichtiger Punkt, du kaufst immer bestens. Man kann auch ein bisschen ein Preislimit geben, aber das ist nur Arbeit. Du kaufst sie einfach bestens. Wenn du eine Aktie 30 Jahre lang haltest und sie hat dich am Anfang beschissen, um ein paar Räppchen, ist das völlig egal. Okay. Du hast einfach keine Arbeit. Du kannst sagen, ich kaufe das bestens, so viele Aktien, dann sind die 2000 Franken angelegt, spätestens noch einen Tag. Und nachher empfiehlst du immer wieder zurückzukommen auf die Aktien und weitere Aktien zu kaufen von diesem einen Unternehmen? Oder kann ich im nächsten Quartal sagen, ich nehme ein anderes Unternehmen, komplett andere Aktien? Ich würde auf jeden Fall immer wieder eine andere Aktie wählen, bis jede Aktie nur noch 5% von deinem Portfolio ist. Okay. Und wenn sie weniger ist als 5% vom Portfolio, kannst du dir wieder überlegen, nochmal in die gleiche Aktie zusätzliche Aktien zu kaufen. Mhm. Aber du solltest ein Ziel haben, am Anfang auf 20 Aktien zu kommen. 20 grosse Aktien. Okay. Genau, das ist eine wichtige Frage. Auch am Anfang, wenn ich jetzt die in eine Firma investiere, dann investiere ich 2000 Franken in die eine Firma. Genau, ja. Habe ich dann nicht genau das Risiko, dass ich eben nicht diversifiziert bin und insofern noch viel verlieren kann? Das ist richtig für die 2000 Franken. Du darfst sie aber nicht vergleichen mit den 2000 Franken. Das muss eine Bank machen. Wenn du ihr Geld gibst, dann müssen sie wirklich alles anlegen. Sondern du solltest sie vergleichen mit dem Betrag, den du in den nächsten 5, 10 Jahren anlegst. Mhm. Also wenn du dich entschieden hast, jedes Jahr 5000 Franken anzulegen, oder, dann ist dein Commitment mal über die nächsten 5 Jahre, 8 mal 5 oder 40'000 Franken anzulegen. Mhm. Und dann nachher sind 2'000 Franken von 40'000 Franken eben nur noch 5%. Mhm. Oder? Und dann, wenn das runtergeht, natürlich hast du dann auf dieser Aktie vielleicht 20% verloren oder 30% oder einmal 80%. Kann es auch mal geben, oder, wenn du wirklich Pech hast. Aber wenn du so 40'000 Franken rechnest auf dein ganzes Sparvolumen, dann nachher hast du nur wenig von dem ganzen Sparvolumen verloren. Mhm. Und weil das ja eine Lernphase ist für dich, oder? Du musst ja nicht sofort das Geld brauchen, brauchst du nicht sofort. Oder? Du bist halt am Anfang ein bisschen weniger diversifiziert. Und wie ich sagen muss, der grösste Diversifikationseffekt kommt am Anfang, wenn du von einer auf zwei Aktien gehst. Und wenn du auf drei Aktien gehst, ist es schon viel kleiner. Und ab 5-6 Aktien ist er wirklich klein und ab 20 Aktien ist er unerkennbar. Also dann hast du immer noch einen Vorteil mit mehr Diversifikation, aber wahrscheinlich ist er nicht mehr erkennbar.